Ich freue mich heute sehr, dass Joachim an meiner Seite ist. Hallo zusammen. Joachim ist Produkt- und Anwendungstrainer hier bei Bosch und gemeinsam wollen wir euch heute unsere neuen Akkuschwingschleifer vorstellen, den GSS 18 Volt 13 und den GSS 12 Volt 13. Und ich als Handwerker, ich freue mich natürlich drauf, euch in der Praxis die Geräte zu zeigen und vorzuführen. Und dann gehen wir auch auf die technischen Details ein. Und da, wie gesagt, da freue ich mich schon drauf. Beide Geräte sind optimal geeignet für den Einsatz auf der Baustelle, aber natürlich auch für den Einsatz in der Werkstatt. Gerade wenn es mit großen Geräten, mit Kabeln oder Schlauch umständlich wird, zum Beispiel an sehr schwer zugänglichen, engen Stellen. Hier spielt das ergonomische und kompakte Design dieser Akkuschwingschleifer seine Vorteile komplett aus. Beide Geräte sind für Schreiner, Maler und auch Trockenbauer designt und entwickelt. Und welche weiteren Vorteile und Eigenschaften diese beiden Geräte mit sich bringen, wollen wir euch jetzt vorstellen. Der erste Vorteil, den ich euch heute vorstellen möchte, ist ganz klar und offensichtlich die Ergonomie dieser Geräte. Wir haben bereits unsere Excenter-Schleifer auf dem Markt verfügbar mit eben genau dieser Ergonomie, die wir abgeleitet haben von den altbewährten Druckluftschleifern und haben jetzt diese Basis genommen und unsere Akkuschleiferfamilie um unsere Schwingschleifer ergänzt. Diese kompakte und niedrige Bauform führt dazu, dass man eine optimale Gerätekontrolle und Geräteführung hat. Und darauf zahlt auch der ergonomisch geformte Knauf ein und das ausbalancierte Gerätedesign. In der praktischen Anwendung sind natürlich diese von dir erklärten Details extrem wichtig, weil genau dieses Abkippen zum Beispiel, wenn man mal unkonzentriert ist und dann Gefahr läuft, dass die Oberfläche beschädigt wird, genau das wird hier, wie ihr seht, komplett verhindert. Und auch die Kombination mit diesem 4 Amperestunden Akku ist natürlich vom Gewichtsverhältnis her perfekt. Ich möchte euch noch einen ganz wichtigen Hinweis mitgeben. Um ein optimal ausbalanciertes Gerät zu haben, empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung des GSS 18 Volt 13 mit einem einlagigen Akku, mit einem Procore 18 Volt 4 Amperestunden Akku. Jetzt möchte ich noch mal kurz die Unterschiede hervorheben zwischen den beiden Geräten. Wir haben jetzt beim GSS 18 Volt 13 ein sehr robustes Metallgehäuse und durch den 18 Volt 4 Amperestunden Akku auch eine längere Laufzeit und damit einen schnelleren Arbeitsfortschritt. Das 12 Volt Gerät ist maximal kompakt und handlich und eignet sich hervorragend für Anwendungen über Kopf, in der vertikalen oder eben an sehr schwer zugänglichen Stellen. Beispiel Trockenbau, da wird extrem viel über Kopf gearbeitet und da kommt natürlich der Gewichtsvorteil absolut rüber und natürlich auch dann diese Kompaktheit, dieses kleine, leichte, handliche Gerät und ist genau in diesem Bereich natürlich absolut angesagt. Ein weiterer toller Vorteil dieser beiden Akkuschwingschleifer ist die einfache und intuitive Handhabung der Geräte. Wir haben hier ein klassisches One-Button-Konzept, also einen Knopf, um das Gerät an- und auszuschalten. Einmal drücken bedeutet Gerät an. Und nochmal drücken bedeutet Gerät aus. Was bedeutet das für dich, Joachim, für die Anwendung? Ja, schau, ich habe die Hände frei. Ob ich jetzt hier links oder rechts zugreife, ich muss mich nicht auf die Drehzahl konzentrieren. Und dann Thema Drehzahl. Ihr seht ja hier die Regulierung und hier mit Stufe 1, man kann es jetzt sehr gut sehen, Stufe 1, wenn ich natürlich sehr diffizile Oberflächen anschleifen will, um Lackschichten vielleicht zu erneuern und dann volle Kraft voraus, ich gehe auf die höchste Stufe und dann gibt es natürlich richtig massive Abtragsleistung und dann geht es richtig zur Sache. Und ja, dann geht es gleich weiter mit der Ladezustandskontrolle. Ja, aufgrund der Baugröße natürlich jetzt hier bei diesem kleinen, kompakten 12-Volt-Akku. Hier haben wir keinen Platz für die Ladezustandsanzeige im Akku. Aber großer Vorteil, ihr seht hier im Gehäuse integriert die Ladezustandsanzeige. Und einfach einmal kurz starten, dann geht hier die LED an und ich weiß sofort Bescheid.
Und großer Vorteil, man verhindert natürlich zum Beispiel, man steigt auf die Leiter, aufs Gerüst, will loslegen, um dann festzustellen, Akku leer. Und das kann mit unserem tollen Gerät natürlich nicht passieren. Also Zeit ist Geld und auch an sowas haben wir gedacht. Ein weiterer Vorteil ist unser Wechselplattenkonzept. Wir bieten drei unterschiedliche Schleifplattenformen an. Die eine Form ist unsere Delta-Platte oder auch Bügeleisenform genannt. Die andere Platte ist eine quadratische Platte und eine weitere unsere rechteckige Platte, die standardmäßig immer am Gerät montiert ist. Mit diesen drei unterschiedlichen Platten lassen sich verschiedenste Anwendungen durchführen in Ecken und Kanten, aber dazu kommt Joachim dann gleich. Und die Platten lassen sich mühelos wechseln. Mit 4 Torx-Schrauben kann jede Platte montiert werden. Und jetzt geht es in die Praxis. Ich freue mich drauf. Und natürlich zuallererst mit unserer rechteckigen Platte. Ich mache den Akku raus. Mache hier mit Klett natürlich sehr einfach dieses Schleifpapier drauf. Jetzt noch den Staubsauger anschließen. So, alles startklar. Was fehlt noch? Die Maske natürlich. Schön nach Vorschrift. Dann den Staubsauger aktivieren. So, wie man hier sieht, mit dieser rechteckigen Platte natürlich sehr gut geeignet für diffizile Stellen, für sehr schwer zugängliche Stellen. Aber stellt euch vor, diese Türe oder ein Fensterrahmen wäre zum Beispiel auch noch eingebaut und es geht in die Höhe. Und dann erst kommt natürlich der ganze Vorteil vom System so richtig zum Tragen. Aber dann geht es direkt weiter. Ich lege dieses Gerät einmal auf die Seite. Brauche wieder die Maske. So, jetzt natürlich mit Akku. Kabellos, sehr beweglich, sehr flexibel. Große Fläche. Wie ihr wahrgenommen habt, staubarmes Arbeiten, vibrationsarmes Arbeiten, garantiert ermüdungsfreies, längeres Arbeiten, Überstunden. Und alle guten Dinge sind drei. Und darum kommt jetzt noch unsere Spezialplatte hier ins Spiel, unsere Bügeleisenplatte. Und auch hier wieder die Maske auf. Und natürlich, das muss ich immer wieder betonen, alle diese Platten sind für alle Oberflächen geeignet. Nur jede Platte für sich hat dann nochmal einen speziellen Vorteil. Und der kommt jetzt hier sehr gut zum Tragen. So, jetzt habt ihr alle drei Platten, alle drei Geräte im Einsatz gesehen. Mein Resümee, ich bin total begeistert, was Vibration angeht, was Staub angeht, was Geräuschkulisse angeht. Und nochmal zusammenfassend, hier unser genannt Bügeleisen, unsere Spezialplatte für Ecken und Kanten, schwer zugängliche Stellen. Aber natürlich auch, wenn es drauf ankommt, auf der Fläche überhaupt kein Problem. Und je nach Körnung natürlich auch entsprechende Abtragsleistung inklusive nochmal Drehzahlregulierung für ganz konzentriertes Arbeiten. Ich lege die Maschine gerne so auf die Seite. Dann vorher in Verbindung mit Staubsauger, unsere rechteckige Platte, hier mit integrierten Absauglöchern dann in der Platte natürlich und auch hier im Papier. Und genauso sehr universell einsetzbar
Immer wieder muss man darauf hinweisen, mein Material, mein Projekt oder Objekt liegt nicht immer so schön vor mir auf meiner Werkbank, sondern ich muss oftmals auch an der Wand arbeiten oder über Kopf arbeiten. Aber auch ihr seht absolut kein Problem. Und auch hier sehr individuell vom Einsatz her natürlich, auch sogar schwer zugängliche Stellen, kein Problem. Jetzt hier natürlich die Hochleistungsplatte, großflächig, auch sehr universell, auch mit Meterware nochmal zu bestücken, auch kein Problem. Oder dann natürlich auch Klettverschluss, sehr, sehr gut in der Kombination. Hier Vorteil, sehr großflächiges Arbeiten, sehr, sehr hohe Abtragsleistung, dann auch hier wieder geringe Vibrationswerte, sehr gute Absaugwerte. Und jetzt seht ihr hier nochmal alle drei Geräte, alle drei Platten, wie sie hier im Einsatz waren. In beiden Geräten ist ein bürstenloser EC-Motor verbaut. Joachim, was bedeutet das denn für die beiden Geräte? Aus der Entwicklungsgeschichte raus, bürstenloser Motor bedeutet weniger Reibung, somit weniger Wärmeentwicklung. Und der große Vorteil dann natürlich daraus resultierend, ich kann aus dem Akku natürlich wesentlich mehr Laufzeit rausholen. Das sehe ich als Anwender dann natürlich als wichtiges Argument. Du hast die Akkus gerade schon angesprochen. Ich möchte euch an der Stelle noch einen wichtigen Hinweis geben oder auch eine grobe Orientierung. Wie gesagt, wir werden dazu keine genauen Angaben machen, aber damit ihr eben wisst, wie lange ihr mit so einem Gerät arbeiten könnt, gilt grundsätzlich bei einem 12-Volt-Akku ungefähr 10 Minuten Laufzeit pro Amperestunde. Das heißt, wir haben hier einen 3-Amperestunden-Akku. Damit könnt ihr ungefähr 30 Minuten arbeiten. Für einen 18-Volt-Akku geben wir ungefähr 15 Minuten Laufzeit pro Amperestunde an. Bedeutet, bei einem 4-Amperestunden-Akku habt ihr ca. eine Stunde Laufzeit. Hier seht ihr jetzt einen Ausschnitt unseres 18-Volt-Akkusegments. Und wir von Bosch halten uns natürlich an unser Versprechen, dass ihr alle 18-Volt-Akkus bis zum Jahr 2008 rückwärtskompatibel mit dem 18-Volt-Gerät verwenden könnt. Und wir empfehlen ausdrücklich, den Procore 18-Volt-4-Amperestunden-Akku mit diesem Gerät zu verwenden, eben um dieses ausbalancierte Gerätedesign zu haben. Wenn ihr jetzt eine längere Laufzeit benötigt, könnt ihr natürlich auch auf die größeren Akkus, auf die zweilagigen Akkus zurückgreifen. Das Gleiche gilt auch hier für die 12-Volt-Akkus. Wir haben hier einen einlagigen und einen zweilagigen Akku. Für ein kompaktes Design oder das möglichst kompakte Gerät würde ich hier den 3-Amperestunden-Akku empfehlen und für eine längere Laufzeit eben den zweilagigen größeren Akku. Für alle Insider, ihr wisst, da fehlt doch was. Und jetzt pass auf. Hier unsere Wuchtbrumme für alle Sportsfreunde auf dieser Welt. Ihr seht, so jetzt die Familie ist komplett, aber du hast es so wunderschön erklärt. Tatsächlich die beste Kombination, die schönste Anwendung habt ihr natürlich mit unserem 4-Amperestunden-Akku. Und dann macht es auch wirklich Spaß, mit diesen Geräten zu arbeiten. Also ausdrücklich nicht empfohlen, empfohlen. Wir sind mittlerweile beim Zubehör angekommen und beide Geräte werden hier mit diesem Staubsack ausgeliefert, um eben kabellos und möglichst flexibel arbeiten zu können. Und wie man sieht, sehr weiche Textilie, sehr weiches Material, ist natürlich für mich ein sehr guter und wichtiger Punkt. Ich möchte natürlich nicht die Oberfläche beschädigen und das ist hier natürlich absolut sicher. Kommt aber noch dazu, dass ich hier sehr individuell die Position einrichten kann. Und wenn es mal wirklich sehr eng hergeht, dann habe ich hier kein Problem, das genau perfekt einzurichten. Werkzeuglos, auch immer so ein wichtiger Punkt. Ich kann den Adapter abnehmen und dann hier unseren bekannten Adapter für den Staubsauger anbringen. Und dann ist natürlich auch für den Staubsauger die Position absolut perfekt. Es gibt aber noch weiteres Zubehör. Genau, neben dem Staubsack und der Click-and-Clean-Muffe haben wir auch noch Staubboxen im Sortiment.
Also wer anstatt eines Staubsaugers, wie mit einer Box arbeiten kann, kann hier auf ein kleineres Modell oder eben das größere Modell zurückgreifen. Zu diesen drei unterschiedlichen Plattengrößen haben wir natürlich noch das entsprechend passende Schleifpapier in unserem Sortiment in unterschiedlichen Qualitäten. Ja, und dann logischerweise für die Platten, nicht nur die Platte zählt, sondern auch die Anwendung. Und aus diesem Grund gibt es natürlich hier so unser Einstiegspapier, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her natürlich super gut. Dann schon für allerhöchste Ansprüche dieses gelbe Papier, wir sagen auch das goldene Papier dazu. Und ein ganz starker Trend, den wir natürlich mitgehen, hier die Schleifnetze. Die Schleifnetze sollten wir allerdings nur mit entsprechendem Pad verwenden. Und dann geht es weiter für Spezialanwendungen wie dieses dreieckig geformte Delta-Blatt für die Spezialplatte, wenn es in die Ecke reingeht, wenn es wirklich sehr eng hergeht. Und für die große Platte, hier dann schon mit vorgesehener Lochung für die Absaugung, gibt es natürlich dann auch hier wieder die Meterware für die Sparsamen wie uns Schwaben. Für die Meterware macht es natürlich auch Sinn, dass man dann hier diese Schablone verwendet. Und da sieht man dann schon die Funktionalität. Man nimmt praktisch die Maschine, legt das Papier entsprechend an, muss jetzt nur noch auf die Schablone draufgehen, einmal draufdrücken, dann wird dieses Lochbild, was man hier sehr schön sieht, praktisch eingestanzt und somit ist eine sehr, sehr gute Absaugung gewährleistet. Den GSS 12 Volt 13 und den GSS 18 Volt 13 bekommt ihr jeweils in zwei unterschiedlichen Lieferumfängen. Es gibt einmal die Kartonvariante, darin ist enthalten ein Gerät plus dem Staubsack und dem Schleifpapier für die entsprechende Platte. Die rechteckige Platte ist hier immer standardmäßig dran montiert und dann seid ihr ready to go. In der L-Box ist enthalten genau das gleiche, was ihr im Karton bereits bekommt, plus den zusätzlichen beiden Wechselplatten, der Delta-Platte und der quadratischen Platte mit den entsprechenden Schleifpapiergrößen, auch in der Körnung 120 und für die quadratische Platte natürlich noch die Lochstandsplatte. Hier seht ihr jetzt das Pendant zu unseren Akkugeräten. Unser Kabelgerät, den GSS 160 Multi, den wir schon sehr lange in unserem Sortiment haben. Und ihr merkt auch direkt den Unterschied zur Bauform. Wir sind hier definitiv deutlich niedriger. Ein großer Vorteil ist, dass alle Platten, die ihr vielleicht bereits schon mit dem Kabelgerät verwendet habt, also die rechteckige, die quadratische oder die Delta-Platte, könnt ihr problemlos auf unsere Akkugeräte montieren. Wir hoffen sehr, dass das Video euch gefallen hat und hilfreich war. Wenn ja, dann lasst uns ein Like da. Abonniert unseren Kanal für weitere Videos und Informationen und schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr mit den Schleifern macht oder wenn ihr offene Fragen habt. Wir freuen uns darüber sehr. Und jetzt wünschen wir euch viel, viel Spaß beim Schleifen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Outtakes. Hi zusammen, mein Name ist Veronika und ich bin die Produktmanagerin für die Schleif... Da spielt natürlich der Vorteil dieses sehr ergonomischen Designs total rein. Wer fängt an? Ach so, okay, sorry, ja, nochmal.